dieser Kopf. Dieser Kopf macht mich fertig. €7 versus 800 Euro Shisha, billig versus teuer, wo kommt mehr Rauch raus? Von Nico Slowmo. Ist schon ein bisschen älter, ist schon über 2 Jahre altes Video, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Ja, Leutings, was geht ab und willkommen wieder bei Nico Slowmo. Ja, Leutings, lass mich erstmal schick herrichten, denn ich habe es mir gerade gemütlich gemacht auf dem Balkon und wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, hier unten am Videotitel, vergleichen wir heute die Unterschiede zwischen einer 7 € Shisha und einer 800 € Shisha. Andersrum. 800 € Shisha und 7 € Shisha. Jetzt haben wir's. Warum ich hier eine 800 € Shisha klassischer stehen habe, dazu kommen wir, würde ich mal sagen, später. Ich warte jetzt gerade noch auf meine Kohlen. Ich habe mir in beide Köpfe, Aber man muss schon sagen, das Design von der linken Pfeife, vor allem dieser Standfuß, der ist schon sehr, sehr nice. Also mit diesen Ringen hier, die dann immer wieder aneinander sind, finde ich schon fancy. Die Bowl, weiß ich nicht, wäre jetzt glaube ich nicht mein Geschmack, aber sieht auf jeden Fall verrückt aus und ist mal was anderes. Also kann man auf jeden Fall wenigstens verstehen, wenn die jetzt irgendwie noch selten ist, warum die teurer ist. Nicht, dass sie so teuer ist, aber zumindest, dass sie teurer ist. Ich habe meinen eigenen Tabak reingemacht, den Slowmo-Tabak von Amy Gold. Viele fragen immer, wo es denn zu kaufen gibt. Einfach auf die Amy Deluxe-Seite gehen, oben rechts bei Suchen Slowmo eingeben, dann findet ihr meinen eigenen Tabak, falls sich da jemand interessiert für. Muss ich dazu sagen, habe ich probiert, war nicht so meins. Aber ich bin auch allgemein kein großer Freund von Grapefruit-Tabak. Und Nikos Tabak ist ja Grapefruit, deswegen ja, war eigentlich schon klar, dass er mir nicht schmeckt. Aber ich wollte ihn trotzdem mal probiert haben. Und ja, allerdings, ich würde sagen, hier oben habe ich eine Smokebox. Hier unten habe ich den China Head, der bei der 7 €. Okay, das ist vielleicht schon ein bisschen irreführend. Er will ja wissen, wo mehr Rauch rauskommt und benutzt bei der kleinen so einen billigen Schmutz-China-Head und bei der großen benutzt er was Gescheites mit einer Smokebox. Da würde ich schon sagen, okay, dann wird die 800-Euro-Pfeife wahrscheinlich besser abschneiden, aber nicht, weil die halt 800 € kostet, sondern einfach, weil der bessere Kopf drauf ist. Schlicht und ergreifend. Also Teddy-Shisha dabei war, das ist die Shisha, die ihr aus dem Teddy bekommt. Ich dachte mir, ich mache auch einfach mal so einen Vergleich, weil sich viele Leute fragen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer teuren Pfeife und einer billigen Pfeife. Ja, ich glaube, das fragen sich echt viele. Dass man nur mit einer etwas teureren Pfeife viel Rauch rausbekommt, viel Geschmack, ja, dass diese kleinen Billigpfeifen absolut zum Wegschmeißen sind. Leute, wir wissen ja, nicht die Pfeife ist entscheidend, sondern der Kopf und der Kopfbau. Und da hat er ja auch den China Head genommen, also ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Ich dachte mir, wir übertreiben das Ganze, nehmen gleich eine extrem billige Shisha vom Teddy-Laden, nehmen eine extrem teure Shisha und vergleichen das Ganze. Solange ich auf meine Kohlen warte, würde ich sagen, blende ich euch die Pfeifen nochmal kurz in eine Aufnahme. Da bin ich gespannt, gerade auf die linke. Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das dann mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann mir bald die 1 Million ist Bescheid. Viel Spaß bei den kurzen Aufnahmen und bis gleich, Leute. Ach, dieser Kopf. Dieser Kopf macht mich fertig. Aber auch geiler Song am Start. So, noch schnell die Kohlen abgeklopft und aufs Köpfchen gelegt. Okay, weiß ich nicht, ob wir hier gleich alles zerlegen, Leutings. Ich hoffe, euch haben die kleinen Aufnahmen von Da läuft mir schon die Spatze aus dem Maul zusammen. Ja. Ich bin schon ganz hungrig auf die Shisha.
Ich hoffe, euch haben die kleinen Aufnahmen von gerade eben ein bisschen gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie die Pfeife überhaupt aussieht, wie die Teddy-Shisha aussieht. Man sieht, glaube ich, qualitativ schon mal einen kleinen Unterschied, was die Pfeifen angehen. Und auch eine kleine... Dezent. Einen ganz dezenten Unterschied sieht man. Bevor wir jetzt anfangen zu rauchen, wieso habe ich hier überhaupt eine 800-Euro-Shisha stehen? Und zwar, ich bin mittlerweile 24. Meine Eltern haben mir damals zum 21. Geburtstag haben sie mir ein kleines Angebot gemacht, sind sie zu mir hergekommen und haben gesagt, hey Nico, entweder wir fahren zu deinem Geburtstag übers Wochenende an den See und verbringen dort da so deinen Geburtstag, oder du darfst dir deine Traumshisha aussuchen, ja. Und dann dachte ich mir so, Digga, scheiß auf den See, ja. Bin gleich ins Internet gegangen, hab da rumgesucht, natürlich nach etwas teureren Pfeifen. Bin dann auf diese Labu XO gekommen, die aus Kalifornien kommt, ja. Und hab die mir sieht die schon aus. 21. Geburtstag, ja. Optik ist natürlich Geschmackssache. Die einen feiern es wahrscheinlich genauso doll wie ich. Die anderen finden sie wahrscheinlich brutal hässlich, ja, was weiß ich. Aber es ist natürlich auch immer Geschmackssache, wie beim Tabak, ne? Leute, mit welcher Pfeife würde ich jetzt mal sagen, rauchen wir denn als erstes? Oh. Ich würde sagen, wir fangen mit der 800-Euro-Shisha an und dann okay. Sehe ich gerade, fehlt mir noch ein Schlauch mit Mundstück, den habe ich gleich hier am Stiss. Natürlich zu der Glaspfeife auch XXL-Glas-Mundstück. Wir haben jetzt oben ungefähr eine Minute, zwei Minuten. Vielleicht ist die Smokebox noch nicht warm genug. Ich habe sie jetzt davor nicht auf den Kohleanzünder gelegt. Deswegen gucken wir mal. Krass. Habt ihr gesehen? Die Pfeife kann sich in dem Ständer noch bewegen. Achtet mal auf diese riesen Glas-Tube. Die fällt jetzt komplett auf die linke Seite. Achtung. Ich habe sie jetzt davor und nicht auf den Kohleanzünder gelegt. Wupp. Deswegen gucken wir mal. Jetzt liegt die komplett links an. Heftig. Und ja, erster Zug, Leute. Eigentlich sieht es dann auch immer ganz geil aus, wenn hier der Rauch reinkommt. Ich hoffe, das kommt im Video genauso rüber. Wenn überhaupt jetzt Rauch kommt, schauen wir mal. Ja, noch nicht so krass nee. An. Ah nee, da brauchen wir noch ein bisschen. Ich glaube, die Pfeife wäre, also ich meine, klar, er dreht jetzt ein Video, ne, da ist das was anderes, aber ich glaube, die Pfeife würde ich tatsächlich bei der Größe lieber auf den Boden stellen. Hat ja auch den passenden Standfuß und so, da ist das dann schon okay. Obwohl, sie kommt schon. Ich habe jetzt hier oben auf der Smokebox 4 Kohlen, hier unten bei dem China Head habe ich mal 2 Kohlen. Interessieren würde mich auch noch, ob dieser Glaskopf, der da oben drauf war, bei der Pfeife dabei ist und ob man den gegen einen anderen tauschen kann. 2 Lagen Alufolie hergenommen. Ich habe auch extra den Kopf belassen dabei, ja, mit dem billigen Kopf, der dazukommt, um euch einfach zu zeigen, ja. Es liegt nicht an der Shisha, wie viel Rauch aus einer Pfeife kommt, ob es schmeckt oder nicht. Es hat eigentlich nur mit eurem Kopf was zu tun. Aber du hast doch einen Schmutzkopf genommen auf der billigen. Verstehe ich nicht ganz. Ob jetzt ihr da eine 800-Euro-Shisha dran stehen habt oder eine Teddy-Shisha, ist scheißegal. So viel schon mal dazu. Zu dem Video, ja, falls es wen interessiert, könnt ihr jetzt abschalten. Ansonsten gucken wir natürlich noch, wie die Pfeifen rauchen. Immer gut, bei irgendwie 40% vom Video zu sagen, so, jetzt die Frage beantwortet, adios. Ich würde sagen, wir drehen hier oben nochmal kurz die Kohlen einmal im Kreisel rum. Dann wird die Smokebox auch schön warm, sonst... Also es würde mich auch hart triggern, dass sie so hart wackeln kann, ne? Da hätte ich auch schon echt Schiss. Also wirklich gerade bei einer Pfeife, die so teuer ist. Uff. Und ihr hier ewig an dem Video und denkt euch, langweilig nicht, ne? Der klassische Struggle mit dem Lotus 1, wenn 2 Kohlen gerade so reinpassen. Schauen mal, was die macht, ob die... schon langsam warm wird oder nicht, ja, lass mal gucken. Und wenn die nämlich auch nicht raucht, dann rauche ich für euch kurz mal an. Dann schauen wir mal, was bei den 2 Pfeifen so geht. Jetzt bin ich gespannt, was aus dem China Head rausholt. Der Schlauch, es sieht einfach schon so witzig aus. Mit diesem kleinen Kackschlauch, oder? Okay. Doch, die 7-Euro-Shisha schon mal mehr als die 800-Euro-Shisha am Anfang. Wie lange er einfach ziehen muss. Ja, kann man so mal stehen lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute. Mir tränen in letzter Zeit so die Augen seit gestern. Bei uns ist gestern, glaube ich, so hier eine halbe Krise ausgebrochen mit den Pollen, ja, mit den ganzen Heuschnupfen, Allergikern und was weiß ich. Also die ganzen Pollen fliegen wieder rum, hey. Da merkt man das schon auf dem Balkon auch, die Augen.
fangen an irgendwann zu tränen, Nase läuft einfach mega ätzend. Kann mir jemand hier mal reinschreiben, habt ihr eine Allergie gegen Pollen, ja? Wenn ja, wie ist es am See? Könnt ihr überhaupt an den See gehen, ohne euch voll zu pumpen mit Tabletten, ja? Leute, ich bin so dankbar dafür, dass ich keine Allergien habe. Ohne Scheiß, so geil, bin ich so froh drum, dass ich keinerlei Allergie habe. Wie scheiße muss das sein? Im Frühling, es fängt geiles Wetter an, alle wollen rausgehen und du denkst dir so, nee, Digga, ich will daheim bleiben, damit ich atmen kann. Das muss schon richtig scheiße sein. Also, Grüße gehen raus an alle, die Allergien haben. Tut mir echt leid. Ich wünschte, ihr hättet keine. Ja, und dort Shisha rauchen oder bleibt ihr lieber zu Hause und vergrabt euch irgendwie im Zimmer? Ah, jetzt kommt sie auch, jetzt kommt sie auch. Ja, okay. Wenn die Smokebox dann langsam, wenn die Smokebox dann langsam warm wird, dann würde das auch laufen. Ich sehe euch nicht mehr. Aber kommen wir jetzt mal zum hauptsächlichen Vergleich, ja? Man merkt vielleicht jetzt schon, was macht eine billige Pfeife aus, was macht eine teure Pfeife aus? Wieso bezahlt man überhaupt mehr für eine Shisha? Erstens natürlich die Qualität, ja? Die Pfeife ist qualitativ einfach ganz anders verarbeitet als die Teddy-Shisha. Wenn ihr die auseinandernehmt, da ist Feierabend. Ja? Bei der Teddy-Shisha habt ihr, glaube ich, so ein kleines Guckloch. Deswegen, wenn ich jetzt hier am Schlauch, da ziehe ich ungefähr hier gefühlt eine halbe Stunde, bis da mal Rauch rauskommt, weil der Durchzug einfach so scheiße ist und es macht auch gar keinen Spaß dann zu rauchen. Ja? Wenn der Durchzug zu schlecht ist, kann es dann auch Kopfschmerzen bereiten, weil ihr einfach zieht und ihr ballert euch die Schädelbirne weg. Ja, da ist die teurere Pfeife, sag mal es mal so, die teurere Pfeife muss ja keine 800. Ich wollte gerade sagen, es muss halt keine 800-Euro-Pfeife sein. Ne? Du kannst halt auch guten Durchzug mit einer 100-Euro-Pfeife oder noch weniger haben so. Keine Ahnung, zum Beispiel die Viro One, die kleine Travel-Pfeife von Viro, ja. Die kostet 70 Euro und die hat auch einen Bombendurchzug. 100-Euro-Pfeife sein, ist da viel angenehmer zu rauchen. Hier, schau mal. Schöner Reinzoom-Effekt beim 3 Stunden langen Ziehen. Oh shit. Und man merkt einfach, ich muss hier so ewig lang ziehen, bis ich überhaupt Rauch in meiner Lunge habe, bis ich den Rauch da rausgezogen habe aus dem Köpfchen. Okay, aber ich glaube, das reicht uns eigentlich schon als Fazit, oder? Ich will oder? Euch jetzt natürlich für den Anfang auch nicht die... Also Leute, was ich noch sagen wollte, was er wahrscheinlich auch gerade sagen wollte, er würde euch am Anfang wahrscheinlich weder die 8 Euro oder die 7 Euro noch die 800 Euro Shisha irgendwie empfehlen. Das Ding ist, ich finde, man sollte so mindestens 100 Euro am Anfang ausgeben, dann hat man schon echt eine gescheite Pfeife. Ja? Für mich fangen die ersten richtig geilen Pfeifen an mit der MVP von Aladdin. Ob es jetzt eine 360, 370, 460 oder 470 ist, das sei euch überlassen. Da müsst ihr gucken, was euch am meisten gefällt. Oder vielleicht auch noch die 500, die kostet glaube ich 120 Euro. Aber dann habt ihr eine echt gescheite Edelstahlpfeife für den Anfang in einem Komplettset so. Finde ich halt deutlich geiler.